Du, und was ist dein Beruf? Ich habe keinen Beruf. Also ich habe relativ früh gelernt, was man für einen Beruf halten könnte. Das habe ich aber alles nicht oder nur sehr kurz ausgeführt. Und jetzt, im Augenblick, nenne ich mich eine selbsternannte Schamanin. Ich mache viel weniger als früher. Mache viel weniger mit, also als Seminartätigkeit oder so, weil ich das Gefühl habe, meine größte Wirksamkeit ist, hier auf dem Land zu sitzen und zu singen. Da bin ich am besten Platz. Ich muss nichts. Also, ich muss da sein, möglichst.